Am Rosenmontag fand die Premiere der neuesten Produktion des Gabi-Stuhl-Ensembles unter dem Motto Jahrmarkt der Kuriositäten im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal des Genossenschaftshauses Frieden statt. Prinzipalin Gabi Stuhr konnte bei dieser Gelegenheit auch zahlreiche Ehren- und Festgäste begrüßen. Sowohl Mödlings Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Hans-Stefan Hintner, als auch sein Vizebürgermeister Andreas Holzmann wohnten der Veranstaltung bei und lachten herzlich über die vom Ensemble kreierten Wuchteln. Nein, in 2 Monaten hätten wir einen. Sie haben keinen Tag? Nein. Ich muss mal nachdenken. Übermorgen wird es rechnen. Da Hirsel warb super. Hoi, beim Fenstern halt noch. Hulia, 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 er hat Kammern verwechselt. Hulia, 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 und ist im Kurstall aufgewacht. Hulia. Der Matthias war besoffen. Hollere, türe, türe, türe. Nachts beim Leiters. Hollere, Türe, Türe, Türe. Er irrte sich in der Etage. Hollere, Türe, Türe, Türe. Und ging in die Ritzi-Garage. Julio. Wann rufst du mich an? Morgen früh. Und wenn du wiederkommst, dann vergiss nicht auf Bubi. Er freut sich immer so, wenn du mir etwas mitbringst. Ich habe ihm doch immer noch was mitgebracht. Ja, aber bitte keine Trompete. Ich möchte nicht wieder Ärger mit den Nachbarn bekommen. Ich werde meine Trommel bringen. Du bist unmöglich. Du und Evi. Evi wünscht sich eine Puppe. Eine, die man immer wieder anders anziehen kann. Ich werde daran denken. Und du, hast du keinen Wunsch? Nur, dass du keine Dummheiten machst. Na, wofür hältst du mich? Achtung, Achtung, Zug 563, ICE, Gabi-Stuhl-Ensemble, fährt in Kürze ein. Der Zug kommt gleich. Kannst du mir noch etwas Geld geben? Wofür brauche ich neue Schuhe und Evi eine Schultasche? Vorsicht, Zug fährt ein. Wie viel willst du? Wie viel brauchst du? 200. Nicht danke. Wohl. Und jetzt lauf! Mein Mann steigt gerade aus! Mir ausgerechnet hat der Jakob! Ja. Ist mir ja egal! Ja. Aber den Ring, den blauen, den mit dem schönen blauen Star, was? Ja. Den sollte aber wirklich der Chor angreifen. Nein, bitte, bevor was braucht der Chorlein? Ein Ring mit einem blauen Star, na, das kommt gar nicht in Frage. Den Ring lasse ich kleiner machen und den kriegt die Mitzel. Von mir aus, da kriegt's halt die Mitzel, den Ring. Aber den neuen Trachtenanzug, was den Krieg kariert. Den kriegen kariert. Den kann dann nur der Hansel kriegen. Der geht ihm da so gut passen. Was? Der Hansel? Ja! Der muss sich nie auf sein Gewand aufpassen. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, den kreinkarierten Anzug kriegt der Mitchell. Drei Zeiten einmal! Stirb ich oder stirbst du? Thank you.
heute die Premiere von unserem Kabarett Jahrmarkt der Kuriositäten. Und nach dem Lacherfolg des Publikums kann man schließen, dass es allen sehr gut gefallen hat. Wenn Sie jetzt vielleicht sagen, ich hätte mir das auch anschauen wollen, dann können Sie gerne kommen am 25. Februar, Samstag, 25. Februar, Sonntag, 26. Februar, jeweils um 19 Uhr spielen wir es noch einmal im Genossenschaftshaus Frieden. Und ich kann mich nur mit dem Gruß von Karl Farkasch verabschieden. Schauen Sie sich das an. Tischbestellungen gibt es unter der Nummer 0664 48 35 7 82.